Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Franz Zockt, und zwar mit einer Ankündigung. Heute am 7.10., also Freitag, werde ich um, sagen wir mal, 21 Uhr einen Livestream machen, und zwar mit euch. Also ich werde, mal gucken, eigentlich wollte ich nichts aufnehmen, also nichts alleine aufnehmen. Ich möchte mit euch Hedge Wars spielen, und für alle, die nicht wissen, was Hedge Wars ist: Hedge Wars ist so eine Art Worms-Klon. Also ich wollte es ja schon letzte Woche machen, ging es dann irgendwie nicht. Jetzt geht ja mein PC wieder, und jetzt machen wir das Ganze auch. Und zwar, ja, also ihr kommt einfach in den Stream, dabei wird gestreamt, und ich werde auch das Community-Zocken aufnehmen. Und ja, ich zeige euch noch kurz die wichtigsten Sachen, die ihr machen müsst. Ihr braucht die Version 0.9.16, das zeige ich euch einfach mal, wo ihr das Ganze runterladen könnt. Ihr geht auf hedgewars.com. Ein Moment, Hedge Wars. Oh, Hello Kitty. Hedgewars.com. Download. Denn hier für Windows. Für macOS gibt es das Ganze hier auch. Und falls ihr den Source Code braucht, also wenn ihr Ubuntu oder so habt, könnt ihr das Ganze hier machen. Falls ihr da Probleme habt, könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Also jeder kann mitspielen, egal welches Betriebssystem er hat. Gut, dann zeige ich euch noch schnell, wie ihr ein bisschen trainieren könnt. Ihr könnt als erstes einfach erstmal so ein Team erstellen, indem ihr hier unten hier rauf geht, und dann könnt ihr ein Team erstellen. Zum Beispiel Franz Zockt habe ich jetzt ein Team gemacht. Gibt es ein paar Namen, ein paar Einstellungen hier. Wichtig ist, dass ihr beim Typ Mensch lasst, weil sonst Stufe 1 bis 5 sind Computergegner. Das könnt ihr zum Beispiel ein Team mit Mensch machen und ein Team mit irgendwelcher Stufe. Die Stufe ist für die Schwierigkeitsstufe, glaube ich. Könnt ihr hier drauf gehen und dann auf individuelle spielen, dann könnt ihr die beiden Teams hinzufügen, zack, zack. Und dann könnt ihr gegeneinander spielen und dann ein bisschen trainieren. Hier macht ihr irgendwo ein Zufallsspiel, was ein bisschen blöd ist. Ja, ihr könnt auch zum Beispiel unendlich Waffen machen, indem ihr einfach das Waffenprofil ändert und so weiter. Wichtig ist noch, dass ihr, ja, wie gesagt, in den Stream kommt. Falls ihr die Steuerung nicht könnt, dann guckt ihr euch irgendein Team an. Dann geht ihr hier auf Bearbeiten und dann auf Erweitert. Und dann sind hier die Steuerungen. Das ist jetzt für mich eine individuelle, eine individuelle Steuerung. Ein Moment, SSSSS. Links ist, scheiße. Ja, die habe ich für mich selber entschieden. Die Standardsteuerung ist folgendermaßen. Und zwar, ein Moment. Die Standardsteuerung ist so. So ist die. Mit den Pfeiltasten und so. Falls ihr mein Team haben wollt und auch die Steuerung haben wollt, dann findet ihr unten einen Link. Unten in der Beschreibung einen Link, wo ihr mein Team runterladen könnt. Das sieht dann wie folgt aus. Ich zeige das Ganze mal kurz. Die Datei werdet ihr halt runterladen. Das wird Archiv sein oder so. Mal gucken, vielleicht auch gar nicht. Auf jeden Fall braucht ihr die Datei. Dann müsst ihr in den Dokumentordner gehen, dann auf Hedge Wars, dann auf Teams, und dort müsst ihr die .hwt-Datei reinziehen. Wird Franz Zockt heißen. Zieht ihr da rein und dann habt ihr das Team im Spiel. Gut, das war's dann auch schon. Ich hoffe, ihr seid alle fleißig dabei. Würde mich freuen, wenn ein paar mitmachen würden. Ist ein cooles Spiel, gibt sehr coole Waffen. Können das Ganze auch mal ausprobieren, wie gesagt. Gut, bis dahin, dürft ihr seid. Hoffe, ihr kommt alle vorbei. Euer Franz Zockt, und tschüss.